Leute, herzlich willkommen zurück zu Mount Blair Nord Invasion. Ich möchte jetzt halt einfach so während der Runde beenden, muss ich sagen, wenn wir gerade einen Lauf haben. Das heißt, ich werde nochmal so 10 bis 12 Minuten aufnehmen. Und dann werden wir mal schauen. Bis ich halt sterbe, werde ich jetzt aufnehmen. So. Und wenn ich sterbe, dann ist es halt so. Und wenn ich auch nach einer Minute sterbe, dann kriegt halt eine minütige Folge. Dürft ihr euch freuen, Zuckerrohr streckt, macht seine Videos kürzer. Um euch mehr mit Werbung zoomen zu können. Nein, das soll ich dann einfach bloß heute noch hochladen mit, wenn es ganz kurz wird, und dann könnt ihr es gleich heute noch mit anschauen. Dann haben wir das auch rum. Ich muss hier auch meine Designs drauf 4 Thumbnails setzen. Thumbnails. Achso. Genau, die Mehrzahl brauche ich. Die Thumbnails. Ja, dann da möchte ich mich setzen und möchte euch eigentlich sehr. Damit unterstützen. Nein, nicht unterstützen. Ich finde meine Worte nicht mehr. Ich war's für mich die ganze Zeit. Es ist so schlimm gerade eben. Einfach bloß wahrscheinlich auch, weil ich gerade in der Eile bin und eigentlich gar nicht mehr aufnehmen dürfte, sollte. Oh, ich habe Muskalkheadshot. Ich bin stolz auf mich. Lass uns gleich zum nächsten übergehen. Jawohl. Zuckerrohr ist back, bitches. Das ist ja wie früher, da habe ich es auch immer gehatcht, die Nordbuskals. Ah, ich sollte mich aber nicht direkt im Nahkampf gegen den wagen. Ja. Oh mein Gott. Vielen Dank. So kämpft man natürlich gegen die Uskals. Also ich würde mich jetzt schon, was Nord Invasion angeht, als ziemlich erfahren bezeichnen. Ich kann das Spiel jetzt auch wieder ziemlich gut. Ich muss auf jeden Fall irgendwie, vielleicht muss ich es mal selbstständig spielen, aber ich spiele es halt bloß zum Aufnehmen momentan. Da ist es schlecht mit dem Level, muss ich zugeben. Jawohl. Die Headshots fliegen gerade in einer wunderschönen Abfolge. Und es gibt so viele XP. Ich frage mich, was. Das könnt ihr mir mal sagen. Was ist der Unterschied zwischen EP und XP? Weil EP ist ja Erfahrungspunkte, und was ist dann XP? 10er Points? Oder was ist das? Ich muss wirklich sagen, unter XP kann ich mir nichts vorstellen, während das nicht unter EP mir Erfahrungspunkte vorstellen könnte. Aber XP. Serials Points. Zangro Points. Keine Ahnung. Zexo Points. Müsst ihr mal sagen? Unter CP könnte ich mir vorstellen, Character Points, muss ich sagen. Aber XP? Komisch, schreibt es mir lieber in die Kommentare, das ist für mich um einiges wichtiger. Und ich sag's auch gleich noch in dieser Folge, dass ihr es nicht vergesst. Folgt mir auf Twitter, der Link ist auch in der Videobeschreibung ab jetzt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dort folgt und immer mal zuschaut. Auch posten und twittern, das nennt man das Posten oder eigentlich eher twittern, ne? Ihr dürft mir auch gerne twittern. Ich schaue mir sowas gerne an. Und ja. Auch Fanarts sind erwünscht, falls ihr überhaupt welche machen wollt. Ich meine, ich kann es verstehen, für so jemanden wie mir möchte man eigentlich keine Fanarts machen, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Leute, die auch wirklich gerne meine Videos schauen und die richtig gut finden. Das kann ja sein. Muss nicht, kann aber. Und solche Leute machen ja gerne mal Fanarts. Und dann dürft ihr das gerne auch machen. Ich muss ja sagen, ich bin jemand, der absolut unfähig für Fanarts ist. Zu unfähig, eher gesagt. Ich hasse solche Leute, die da hinten stehen und einfach bloß Assist-XP farmen. So, ja, schießen, es gibt schön Ranged-XP. Oh, oh, Lambogenschütze und Ambusschütze. Hey, du Kerl da vor mir, geh doch weg, ich muss sie erschießen. Gut, der eine ist von mir erschossen worden, der andere erschlagen. Komm schon, töte den Ambusschützen, töte den. Ah, der ist genau beim Headshot vorbeigelaufen. Sehr schön. Safter ist auch ein geiler Name. Safter, falls du auch meine Videos siehst. I love your name. Und ich bin festgepackt. Oh, ich kann mich wieder durchpacken. Sehr schön. Oh, ich habe einen Gang gefunden, wo man durchlaufen kann. Unsere Verteidigung ist nicht komplett. Wir werden alle sterben deswegen. Die Kader waren unfähig. Ach, danke, dass du mit deinem Schild meinen Schlag abgewehrt hast. Ich hasse sowas.
Wenigstens kann man hier beim Mountain Blade Warband zu bei Chivalry. Chivalry ist ja schlimm, da springen einfach deine Verbündete in dich rein, wenn du gegen jemanden kämpfst und hacken dir mit den Kopf ab. Bloß weil da keine Kills abgezogen werden. Ich meine, ich finde es schön, es kann nämlich mal passieren bei so einem Gemenge, dass man Teamkills macht, aber es gibt schon Leute, die gehen da einfach rücksichtslos rein und töten einen nach dem anderen von ihren Verbündeten. So. Ich hoffe, ihr habt jetzt keine Störgeräusche bekommen. Ich habe gerade mein Mikrofon ein bisschen verschoben, sodass ich besser reinsprechen kann. So, ist das jetzt schon die finale Welle, die Respawn Wave, oder ist das... Das müsste eigentlich die Respawn Wave sein, weil wir haben gerade eben die Huskals besiegt. Jetzt müssten die Nordpikes kommen, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann mache ich mich mal bereit. Ich möchte gerne ein, zwei davon headshotten, wobei ein Headshot von mir dürfte die noch nicht töten. Natürlich! Ein Hired Assassin hat eine Chance gegen mich. Gut, ich habe wenigstens einen getroffen. Ich möchte noch mal gerne reinschießen und treffen. Noch ein einzigster Schuss. Komm. Es geht noch einer. Okay, jetzt muss ich mich aber zurückziehen. Die Pikemen sind nämlich auch ziemlich schnell. Na, dass sie mir jetzt meinen Rückzugsweg abschneiden. So. Och, du Arsch, lass mich doch weg. Ich bin ein Armbrustschütze und du bist hier eigentlich einer, der wo zum Schilden da ist. Hä? Oh, ficken! Nein, hör doch auf! Ja. Jawohl, Alter, das sind so viele XP, die ich dadurch mache. Sagen wir so, diese Wave lohnt sich allein schon deswegen, weil ich dadurch so viel XP schlachten kann. Oh, ich bin tot. Okay, gut. Dann werde ich mal schauen, ob die es jetzt noch schaffen, die zu besiegen. Dann habe ich da nochmal spawnen. Aber ich habe das Gefühl, die werden jetzt alle sterben. Hä? Bin die leider nicht mehr. Bis auf die Treppe. Es wird doch bald, sobald ich es mir gekauft habe, ein neues Projekt geben. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich muss auch gleich mal schauen, ob das, wie das hier alles funktioniert. Entschuldigung, dass ich gerade so weiß bin. Es gibt bloß nicht viel zu sagen, außer dass die hier alle auf den Kern einhaben. Okay, und wir haben verloren. Dann verabschiede ich mich von euch. Es war schön, dass ihr zugesehen habt. Folge ist ein bisschen kürzer, aber egal. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.